Ich bin Larry King, mit mir heute ist Dr. Ralf Leitmann, hat einen Doktortitel in Philosophie und Kabbala, Professor für Ontologie und medizinische Biokybernetik. Er hat mehr als 40 Bücher veröffentlicht, die in 18 Sprachen übersetzt wurden. Danke, dass Sie mit uns sind. Was ist Kabbala? Kabbala ist eine Wissenschaft, es ist keine Religion, hat nichts zu tun mit Religion. Es ist eine Wissenschaft, die uns hilft zu verstehen, wie die Welt aufgebaut ist und wie sie gesteuert wird durch die höhere Kraft der Gesamtschöpfung. Es ist ein Teil jüdischer Theologie. Es ist nicht ein Teil, es ist die Grundlage jeglicher jüdischer Theologie. Es ist eine Wissenschaft, die zu uns kommt, seit Abraham, der sie entdeckt hat. Und alle Generationen hindurch kam sie zu uns. Seit tausenden von Jahren war sie verhüllt. Und erst in letzter Zeit, sagen wir, in den letzten 200 Jahren,